ich jetzt hier hin? Ungünstige Position. Warte, jetzt kriege ich gleich beide. Nein, der andere ist weggegangen. Oh, sehr gut. Crunch. So, Nummer 2 ist hier. Erst dort und dann. Oh. Dann live tappen. Hat nicht so ganz funktioniert, okay. Zurück dahin, wo die hier gekommen sind. Nehme ich jene Tür. Also der wird grün, nur wenn alle nach rechts gucken und der aktiv ist. Und wenn ich jetzt einen der anderen drücke, egal welchen, geht das wieder auf rot. Und ich kann es doch nicht wieder rückgängig machen. Richtig. Der scheint hier... Oh. Was habe ich getan? Ich glaube so. Jetzt den. Und jetzt nicht den. Und nicht den, sondern den wieder zurück. Macht alles kaputt. Pressure should be restored now. Sehr zufrieden, der Markus. Das heißt, jetzt können wir den Stahlbarren in den Boiler schmeißen. Das heißt, es war doch nicht die Kohle, die man brauchte, sondern das ist schon das Material, was eingeschmolzen werden sollte, was da reinkommt. Dank dem ganzen Rumgefriemel mit den Schaltern sind die Energievorräte wieder voll. Wir können den hier aussaugen. Auch wenn es nicht besonders lecker aussieht, den auszusaugen. Wegen der ganzen Säure. Und hier ist nicht genug raus. Hier, genau, ist okay. Ich glaube, da habe ich keinen Plus gemacht jetzt. Individual Repair Pack sind aber auch nur auf 5. Hätte ich ehrlich gesagt mehr erwartet. Jetzt wegen dem Ableiter da. Nur kurz vor Science. So, ne, kann ich nicht drauf. Okay. Weil die Karte da so ein bisschen komisch aussieht. Na, ist wieder raus. Darum. Wo war jetzt der Boiler?
Looks like the water pressure blew up the floor. Ach so, das heißt, ich könnte jetzt wieder zurückgehen und die Schalter da absichtlich sabotieren, weil wir den Wasserdruck ja nur brauchen, damit die Tür sich hierhin öffnet. Und die Tür ist jetzt offen. Habe ich irgendwo eine Kiste? Keine, die ich... Egal, wo sie... Doch, wenn eine von hier kommen würde. Die da. Lololol. Können hier nichts falsch machen. Und flop. I am so clever. Ja, Markus, das bist du. Ja, wir brauchen. Oh ne, da fehlt noch was da unten. Da fehlt noch was. Ui, mehr Technik ist immer gut. Besserer Schirmfeldgenerator auch. Und James, ich fürchte um mein Leben. Sie haben mich eben aufgefordert, zur Teleportationskammer zu kommen. Ich weiß, wir hatten unsere Differenzen, aber ich bitte dich, nimm das Beweismaterial und biete ihr die Stirn. Ich habe es in unserem Geheimversteck platziert. Nimm deinen Mut zusammen. Du bist der Letzte, der sie noch aufhalten kann. Es tut mir leid, wir werden uns wahrscheinlich nicht wiedersehen. So, das ist jetzt Lucy. Das ist die, die sich wieder reingeschmuggelt hat und die Laura nicht abkonnte. Und anscheinend wurde Markus auch in die Teleportationskammer gesteckt, weil er wachte ja draußen auf. Oder er ist freiwillig reingegangen, um irgendwas hier drin, von irgendwas hier drin wegzukommen. Einem Todeswürfel vielleicht? Ist das ein Druckblatt? Ja. Wo geht es? Da geht es noch weiter. Unten links brauchten wir einen Schlüssel, richtig? I need a key. Kommen wir da hin? Ja, ich gehe lieber einen anderen Weg, als statt hier durchzulaufen und nochmal eine Kugel zu fressen. HP sehen gerade nicht so toll aus und 5 Repair Packs hätte ich eigentlich ganz gerne immer als Minimum, falls wir mal einen schwierigeren Raum haben, dass wir dann auch die Repair Packs benutzen können. Genau, jetzt rum, rechts rum, rechts rum, rechts rum, rechts rum. Nicht da rein, sondern hier. Schalte, den ich erstmal nicht drücken. Ich höre was knackern. Ah. War zu früh. Hey! Ja, den können wir
leer bekommen, wenn ich ein kleines bisschen tue. Ja, ich habe so wenig Energie. Nur das eine Energiezelle. Einmal sollte noch drin sein, dann baller ich auch. So, wechseln. Kannst du nochmal? Schön. Was ist denn hier für ein Gitter mit dem Schalter? Was hat der Knopf jetzt gemacht? Kann ich nicht mehr gucken. Achso, der Knopf ist wahrscheinlich dafür da, um die Tür zu öffnen, wenn sie einmal zugemacht wurde, so wie jetzt. Das heißt, wenn ich irgendwo anders wieder aus diesem Unterbereich rauskomme und ich nochmal hier rein möchte, kann ich dann den Schalter von außen drücken. Das heißt, es hätte nichts gemacht, wenn ich den Schalter gedrückt hätte. Oder die Tür einfach nur geschlossen, dann hätte ich sie gleich wieder geöffnet, weil ich rein will. Also, ja. 10. Fallgruben. Was? Okay. Ich glaube, das war so gewollt. Okay, ist in der Feuerbette. Achso, Zähigkeitskern benutzen gleich. Und den Gerüchten zufolge haben sie den alten Griesgram in die oberen Etagen beordert. Er hatte einen Bericht bezüglich eines Drohnendefekts beim Offizier eingereicht. Ah, das ist Mannheim. Drohnendefekt beim Offizier eingereicht und sie haben ihn hochbeordert. Seitdem habe ich ihn nicht gesehen. Das ist schon komisch. Wie dem auch sei. Denk gar nicht erst dran, die verdammten Rohre anzufassen, bevor er wieder da ist. Ich werde mich nicht von ihm zur Schnecke machen lassen, weil das Protokoll missachtet wurde. Das heißt, das Protokoll siegt vor, übermäßigen Druck einfach aufbauen zu lassen und die Rohre platzen zu lassen. Nur weil ein leitender Techniker nicht vor Ort ist, um das irgendwie zu befehligen. Keine guten Sklaven. Sind keine Sklaven, ne? Nee. Okay, das war jetzt die Tür nach draußen. Die ist wieder offen. Dafür ist hier auch was aufgegangen. Ich hasse diese Spuckdinger. Tot. Das ging noch mal gut. Warum sind die aneinander? Egal. Ich muss das eine Feld nicht aufdecken für die Karte. Das ist alles gut. Und das sah auch nicht aus, wenn da irgendwie ein Secret wäre. Aber ich muss zurück. Die Tür da scheint nicht aufzugehen.
Jetzt, okay. Also war mein natürlicher Trieb, die Karte komplett aufzudecken, genau das Richtige, um hier rauszukommen aus dieser Zwickmühle. Auch immer schön sowas. Bist du eine Photonkanone oder ein Feuerballspucker? okay. Beantworte meine Frage nicht, aber ich habe deine Kollegen jetzt kennengelernt. Kann ich da was? Oh, okay. Er war doch auch ein Feuerballspucker, nicht nur seine Kollegen. Mist, wo bin ich? Ah. Hi. Hi, 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 hi. Das machen wir also nochmal. Vielleicht, dass ich nicht wirklich motiviert bin. Aber das kommt davon. Lassen wir Albert jetzt das hier noch einmal alleine lösen, auch mit den ganzen Fallgruben und Gittern, die runterkommen und so weiter. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn er das alles soweit erledigt hat. Ich denke, das klingt besser. Also bis gleich.